Wow, Leute, wir haben ein Ponita. Herzlich willkommen zu Let's Play Pokémon Platin. Krass, oder? Na, gewonnen, bla 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 bla. Ponita auf jeden Fall. Feuerpferd. Spitzname, nein. So, wir schauen jetzt mal. Ja, ich hab's hier gefangen. Also, so, ne? So, ich schaue mir jetzt mal Ponitas Werte an. Mit euch zusammen natürlich. Und dann wählen wir das Pokémon erstmal ordentlich trainieren. Ist das nicht toll? Und ja, Pokémon und... Wow, ich habe Ponita Level 24 gefangen. Ist sanft natürlich. Ja, coole Werte und so. Ja. Das habe ich gefangen. Ist das nicht irgendwie aus dem Ei geschlüpft oder so? Nein, das habe ich gefangen. So, nachdem wir so ein Teammitglied haben und das gleich auf Level 24 mit das Stampfer zufällig kann und so. Ist ja egal. Machen wir uns weiter auf den Weg. Hina. Ja, und die ist Level 25, weil, keine Ahnung. War letztes Mal schon. Nein, nein, Spaß, also... Natürlich habe ich das jetzt Ponita so trainiert, was jetzt so voll Abfuck war. Muss mir vorstellen, ich gehe hier runter zum Trainieren, weil weiter oben waren nur Low-Level-Pokémon. Was denn, da meint da so ein Typ? Hey, guck mal, was ich kann. Kleinstein. Boom. Down. Oh mein Gott, Doppelkampf. Bla bla bla. Hallo. Ja, super. Wow, hab ich Angst. Doppelkampf. Mein Gott, was kommt da für ein gefährlicher... Ein Panflaum. Krass. Das könnte sogar richtig nicht gefährlich werden. Ja, im Hina. Pfund auf Pachirisu und du... Was mache ich da? Blobstrauf, Panflamme und du darfst Biss auf Pachirisu machen. Wunderbar. Oh, ich habe was vergessen. Fürs Training habe ich die Animations ausgeschaltet. Ich trottel. Schalte ich gleich wieder ein, sofort. Naja. Juhu, ich habe XP erhalten. Pfund. Biss. Wow, machst du viel Schaden, Pachirisu. Ja, natürlich ist Hina paralysiert. Hina paralysiert. Da, friss. Hina. Ich wollte schon sagen. So. Hina, mach's kaputt, los. Brav. Was hast du fein gemacht, Hina? Jo, eine ganz feine Hina. Wir haben verloren. Wir haben verloren. Fail? Option? Animation? Stereo? Nein! Ja, möchte ich bitte übernehmen. Ja. Hina, du bist scheiße. Beutel? Wir möchten gerne einmal einen... Paraheiler, wollte gerade sagen. Das wäre jetzt extrem peinlich, wenn ich keinen Paraheiler hätte. Und einen Supertrank. Ja, reicht schon. Ist nur Hina. So, bla 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 bla. Ein Item. So, den Sack, den wir noch verprügeln. Hey du! Hallo! Hallo! Kraterberg! Ja. Da drüben ist der Kraterberg. Der Berg, auf dem wir später ein. Die Legendaries treffen, also bestimmte Legendaries. Und die sind nicht ohne. Wenn man drüber nachdenkt, dann werden wir Level 50 sein, wenn wir da hochgehen. Mindestens. Also, es ist noch ein bisschen Zeit. Ja, natürlich. Nasknet! Ja, natürlich. Das hat. Klar hast du Nasknet. Das ist nicht irgendwie nervig oder so. Nein! Das ist nur Nasknet. Besser als Voluminus mit seinem Hitlerbart, aber egal. Nasknet ist. Alles klar. Level 26! Hau geil. Mann, es war voll die nicht schwere Sache und so. So, wir werden gleich noch ein neues Teammitglied bekommen. Ja, ich weiß, es geht jetzt ziemlich schnell.
Aber danach dauert es erst wieder eine Ewigkeit. So, ich setze mal einen Blick dann nach vorne. Ja, wollte gerade sagen hier. Oh nein, Lucia. Hey Mann, du kannst mit deinem Pokédex voran. Bla bla. Ich habe was Schönes für dich. Ja, wir kriegen jetzt rechts. Kampfhahner, genau. Oh geil. Im Kampfhahner kannst du den rückkampffähigen Trainer finden. Normal, hast du denn schon einen Pokédex? Jawohl, du. Hast du, dann bekommst du noch das hier, der richtig Blumen für eine harte Arbeit, Manu. Itemradar. Wow. Meinst du nicht, das zeigt unsichtbare Items? Du solltest das Itemradar aufberühren, du erfährst, ob der Item auf dem Boden liegt, ob das du nicht sehen kannst. Interessant, oder? Ich führe dir mal kurz vor. Ja. Uns wird angezeigt, wo was ist. Bisschen nach da. Und Superball. Wunderbar. Den können wir auch gleich gut gebrauchen, denn wir werden ja einen Pokémon fangen. Welches können sich die meisten wahrscheinlich schon denken? Genau, ein Brunzel! Das kommt ja wie gerufen. Ja, Blut. Very effective. Ihr habt schon gesehen, was Punkte so alles kann. Okay, noch einmal bitte. Ich glaube, ein Stampfer sollte es locker überleben. Oh, super. Ponyzo, du Trottel. Stampfer! Los, komm schon, komm schon, komm schon. Ja. So. Jetzt bitte überleb. Oh. Wir haben unser Team fast komplett. Super Ball in your face, Bronzel. Das wird nicht ausbrechen. Wollte schon gerade sagen. Bronzel wurde gefangen. Wow, geil. Geil. Bei Bronzel wurde ein Eintrag angelegt. Wow. Nein, das bekommt kein Cyrus. Laut einer Theorie wurde der Kraterberg als erstes in Sinnoh erschaffen. In einer neu erschaffenen Welt. In einer Welt, wo nur Raum und Zeit existiert und der Raum sich dehnte, sollte es keine Zwiste geben. Doch was wurde aus dieser Welt? Durch die Schwäche des menschlichen Geistes verbreitete sich Streit. Die Welt wird durch Streit zugrunde gerichtet. Es ist eine sehr traurige Geschichte. Ich gehe jetzt mal eine Zigarre rauchen. Ja, super. Das wollten wir jetzt alle wissen. Los! Patsch! Vernichtet. Los! Patsch! Ein Klick davon entfernt kommt dieses hässliche Kleinstein, weißt du? Links ist so, ich fuck dich jetzt ab. Warum? Weil ich's kann. Oh, nerv. Na komm her. Ja. Ich glaube, man dürfte jetzt eigentlich so gut wie tot sein, weil wir die ganze Zeit den Schädel gegen irgendwelche Steine schlagen, aber okay. Ich will nicht. Voll Kopf gesplattert. Egal. Wow, wow, wow. Hättest du gedacht, Alter? Mann! Mann! Nur ein kleines Kind, hey, willst du einen ausgewachsenen Mann für mich besiegen? Komm schon her, du kleiner Scheißer. Hallo? Hör mal vor, ihr seid irgendwo auf dem Berg. Das Wanderer denkt euch so, boah, muss ich pissen. Und dann kommt irgend so ein kleiner Junge vorbei auf so einem Fahrrad und dann so, halt, stopp! So, jetzt pass mal auf! Jetzt brettel ich dich mal voll weg, du kleine Scheißer. Will er das ernsthaft machen? Ich denke nicht. Wow, Rückenzug. Ja, sehr schlau. Blub, Stroll. Blub, 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 blub. Batsch, 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 batsch. Und tschüss. Ja,
Wow. Geil. Winfried! Na sowas. Boah. Ja, kannst du in deinem Bart reiben, so viel du willst, du alter Mann. So, ich hätte gern Zertrümmerer. Jo. Mep, mep. Ich habe einen Äther. Wow, wow, wow. Prrap. Nein! Du und ich lassen ein Bild von einem Kampfmann, ein Schlachtengemälde. Fail? Oh Gott. Oh Gott. Okay, Flammenrad. Batz. Ich bin vor, so ein Pferd galoppiert auf euch zu. Von Flammen umhüllt und ihr. Wow. Patsch und richtig schön in der Fresse. Oh, Mobai, und Smogelbaum sind, glaube ich, einer der wenigen reinen Gesteins-Pokémon mit dem Nebentyp Boden. Ja, was ist das, ne? Boah, Mimikry, was du bist. Ich hätte jetzt eher auf Ladevorgang getippt. Das wäre so typische Computer-KI. Oh shit, Steinwurf. Dass das schon kann. Krass. Ja, egal. Da wurde gerade jemand vernichtet. Tja. Ich habe mir vorher so Bonita mit Stampfer. Ich habe vor, so ein Pferd stampft zum kleinen Pantimimi so richtig schön ins Gesicht. Der Kopf müsste eigentlich. Puh. Oh nein. Ein Haspiro. Ach, wie niedlich. Zum Glück, dass du in der Nähe warst. Und ich wäre mein Haspiro, wer weiß wohin gelaufen. So, Haspiro, zurück in dein Pokéball mit dir. Ich will aber nicht. Ich bin Julia, ich bin Jura im Pokémon-Wettbewerb. Besuch mich in der Weltbewerbshalle, damit ich dir angemessen danken kann. Ich geh jetzt mit Absicht hin, nur damit ich es verkacken kann, weil ich eh keinen Bock drauf habe. Ich habe sie nie gemacht, die Wettbewerbe. So langweilig. Oh ja, heil mich, Baby. Nee, ich bin Schwester Joy. Boah, schau mal. Boah, geil. Ja, super. Hände zugeknöpft und danke, Schwester Joy. So, Miss Gen und PC. Jemandes PC. Pokémon bewegen. Wir wollen Bronzel bewegen. Unser Team. Gegen dieses scheiß Viech hier. Gegen Dumm. Nerv, weil es kann. Da kannst du deinen Großstand vergammeln, du scheiß Mistvieh. Box verlassen. Ja, möchte ich. Oh, viel zu freundlich. Danke, Spiel. So, wir sind in der neuen Stadt. Herzhofen City war das, glaube ich. Ja, Herzhofen. Herzhofen halt einfach. Mann. Da ist der Freundespark. Platz der Treue, genau. Da könnte man mit Pokémon reingehen und spazieren gehen. Da habe ich aber keinen Bock zu. Sehe schon mal gar nicht ein. Hier ist dieses Wettbewerbsmülldingen, was ich auch irgendwann mal zeigen werde, denke ich. Oh ja, genau, was sagt der jetzt? Hallo, wie geht's, Trainer? Aber ich verrät mir, dass du Renel rausfahren willst. Tja, ich möchte dir keine strichige Rechnung machen, aber wird nichts werden. Wieso, fragst du? Ganz einfach, sie ist nicht hier. Ja, genau, wir müssen Wettbewerbshalle sowieso. Und tschaboing. So. What the fuck? Oh, mein Held. Und unsere Mutter. Na, geil. Was? Ne? Wirklich? Katrin ist deine Mutter? Katrin, die hat einen Namen? What the fuck? Seit wann? Wo kannst du den Wettbewerb gewinnen? Oh, das weiß ich nicht. Ich hab mal noch nie über Wettbewerbe gesprochen. Außerdem bin ich überrascht, dass ihr zwei euch kennt. Ja, richtig. Danke nochmal für vorhin. Nimm dieses Adversar. Glitzerpuder. Schau deinen Pokémon vor dem Wettbewerb mit dem Poké-Accessoires aus. Verdient mehr haben halt und Glamour verdienen. Ich bin Jura, also komm auf meinen Amüsiert. Ich kenne die Sorge für Einsteiger, bieten wir auch Übungskurse. Okay, Katrin, dann bis später. Schlamm, 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 schlamm. Super. Was, du überrascht mich zu sehen, Mann.
Ja, langweilig, also wollte ich Urlaub in Herzhofen machen. Ich bin genauso überrascht, wie du mich kennst. Aber was würde ich bei Messerhead mitmachen? Soll sich etwas besser anzählt, ist es immer eine Sau. Wenn Pokémon ganz sick ist, sonst kannst du natürlich nie normal aussehen. Wie sagst du anders, was besser? Smoking. Pay. Fail. Müsste es dem klasse darin aussehen. Genieß den Wettbewerb. Ich zeig dir viele Facetten der Pokémon. Das wird eine tolle Erfahrung für dich. Bis später. Nee. Das ist die Leiterin. Hi, du. Hui? Entschuldige, bitte? Ah, du bist hier feiler Wettbewerb. Ich hoffe, du wirst aber viel Spaß. Zufällig liest... Boah, scheiße, der Akzent ist hart. Nimm die Arena-Leiter von jetzt auf, wenn auch in der Wettbewerb. Sie ist, wie sagte man gleich, sie ist Trainfantastik. Ja, super. Und ganz zufällig stellt sie direkt Mint voll. Boah. Lass mich mal sehen, du scheinst sehr stark. Also, was das heißt, wir sehen uns in der Arena. Boah, die Tussi geht mir so auf den Sack. Ja, Leute, das war's jetzt mal wieder. Beim nächsten Mal krallen wir uns den Orden. Ihr seht mich dann schon mit einem trainierten Bronzel. Bis dann, Leute. Warum? Wer braucht dich eigentlich? Mann! Nein, ja, stimmt. Das ist ein guter Name.